Ja, hey meine Nerds, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ja, in der letzten Folge haben wir jemanden kennengelernt, der die Mutter von Sam und Nathan kannten und ist leider wohl Herzinfarkt gestorben. Ja, und wir sind jetzt auf der Flucht vor der Polizei und ich würde sagen, legen wir mal direkt los. Richard? Mein Gott. So, lang? No, Forrest. Hier lang! Wie werden wir los? Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Zu Fuß. Einer war hier. Stehen bleiben, verdammt! Auf den Boden! Hände über die Kopf! Stopp da dann! Hier hinten! Bin doch schon da! Letzte Warnung! Auf den Boden! Hände über den Kopf! Der wird da wohl nicht schießen, oder? Ach, Mist! Aha! Warum bleibt der stehen? Da traut schon weiter aus dem Stehen. Ja, haben wir doch geschafft. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die... Die war... krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan? Vorhin in dieser Villa. Wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau? Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das. Moms unvollendete Arbeit. Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt.
Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber es war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Na, es gibt keinen Alcazar. Das war alles Blödsinn. Warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine, danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite. Ja, New Delhi. Die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort ist Drake, dein Bruder. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Ja. Okay, Simon. Dirk. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ja, die Leiter. Ach komm, einmal mach ich's. Ja, kann ich machen. Ja, hier. Ah.
Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja klar, aus der Luft. Ist unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles angesehen. Ich wollte vor allem dich finden. Klar. So. Wie einfach mal nach Gefühl. Oder steckt man, wir sind hier richtig. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschubfluss aufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Ach Gott, wegen der Tür nochmal. Na, ich hab's doch. Mhm. Da ist dein Auto. Wir müssen nur da hoch. Ja, was meinst du? Wo lang? Na, sehen wir uns um. Ich gehe mal davon aus, wir müssen da hochklettern. Wovon? Na, gehen wir mal da lang, ne? Na bitte, da kriege ich dich hoch. Super. Wow. Aua. Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Hey, hier oben ist ein Weg. Wo? Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Ja. Hey, ich habe hier was. Warte. Was ist denn? Vorsicht, da unten. Ah. Mehr mit der Kiste. Da. Und alle hopp. Wow. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Super, nicht so eine Frau zu verärgern. Ja. Wenn ich hier rüber. Nein. Hey! Das war keine gute Idee. Oh. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Super, nicht so eine Frau zu verärgern. Na, guck mal da. Einfach da hätte ich lang gemusst. Peinlich. So, wir sehen uns drüben. Nicht. Gar nicht gut. Alles klar. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Ja. Bin doch dabei. Ja, verstanden. Hier drüben. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Hm, vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, wow. Funktioniert. Ding funktioniert.
uns einfach um. So, am besten hier lang, oder? Oder auch nicht? Leidart! Mann, 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 jetzt muss ich erstmal kurz. Wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Ja, müssen wir aber hier oben lang. Das ganze Ding wird von dem Wasserrad da unten betrieben. Eine Meisterleistung für ein paar Piraten. Na klar. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? On top. Schafft ihr das? Ja. Mhm. Ja, und jetzt? Ach, guck mal, da. Dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Holen wir es uns wieder. So, machen wir mal langsam, wa? Hier rutschen wir auf jeden Fall runter. Hm. Ui. Oben ist einer, da ist einer. Oh. So, zwei. Eine Spur von ihr? Noch nicht, aber sie kann nicht weit sein. Oh, Glück gehabt. Jetzt müssen wir gucken. Da oben sind zwei. Er läuft jetzt einmal mit seinem Laser rum. Dann warte ich jetzt erstmal noch. Ist nichts, mein Freund. Weiter. Lass mich nicht mehr sehen. Shit. Das ist so ein gepanzerter Typ. Shitte! Jetzt kacke ich ab. Ja, komm, tötet mich. Genau, danke. Ätzend. Ich will den ganzen Part von vorne machen. Fing so gut an. Noch nicht, aber sie kann nicht weit sein.
Baldard. Hier drüben liegt einer. Hier ist jemand. Ich will, dass ihr mit der Suche beginnt. Sofort. Ach, Mann, oh, nimm doch die Handgranaten auf. Nee. Der Mist. Oh ja, genau. Oh. So, mal ein bisschen Krach machen. Und wo schießen wir? Hm. Gott, oh Gott. Guck mal kurz umgucken. Kann er mich von hier aus sehen? So. Okay, wo? Wer war doch klar? Ah. Und die ganze Kacke nochmal von vorne. Super. So, machen wir das jetzt auf meine Art. Probier's jetzt nochmal so aus wie gerade eben. Nee, so habe ich es nicht bekommen. Mann, ja. Natürlich hat. Na, oh Gott, geht mir das schon wieder auf die Eier, ey. So, wollen wir versuchen? Elena, komm! Bin drin! Los! Ja, komm! Scheiße! Das ist ein Komm! Ah, mein Gott! Ui. Komm, schaffen wir! Alle guten Dinge sind drei. Da, endlich! Ja, zum Glück. So, wo lang jetzt? Eine Frage hätte ich. Wieso will Ralph Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Okay.
Die Straße geht auf der anderen Seite weiter. Suchen wir einen Weg darüber. Ich würde mal sagen, fahren wir mal hier lang, wa? Na, guck mal da, sag ich doch. So, meine Nerds, ich mach mal für heute hier Schluss. Ich bedanke mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Über ein Like und ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.